Ja, super, jetzt habe ich die Elfen. Ich habe die Royal Army. Okay, das ist. Okay, das ist richtig nice, oder? Ich glaube, das wird uns jetzt zum Sieg verhelfen, dass du die Royal Army hast. Du kannst da so fett verteidigen jetzt bei dir. Also jetzt kannst du ja richtig fett verteidigen. Digga, oh nein, oh nein. Die einfache KI-Trolle auch noch. Die wird in 10 Sekunden tot sein. Die wird einfach sofort sterben. Na, dann kannst du dich wenigstens nicht beschweren, dass du keinen Platz zum Ausbreiten hast. Ja doch, weil der Gegner diesen Platz einnehmen wird und nicht ich. Ja, dann musst du ihn zurück einnehmen. Ah, natürlich. Kommt von dem, der gerade nicht geschafft hat, den Platz von den Gegnern zurück einzunehmen. Ja. Ja, die ist also nicht ganz so einfach. Braucht ihr einen Kundschafter? Ja? Befehle? Ich stehe euch zu Diensten. Sie ist die Schnellste aus dem Stall. Die Königin setzt ihr Vertrauen in uns. Für die Krone! Für die Krone! Ach, Digga, und der gönnt sich schon, ey. Scheiße, ich hab gehofft, ich kann den noch nehmen. Er saugt sich hier schon sofort den Sektor wieder. Zum letzten niederhetzen. Unsere Helden werden stärker. Der macht das schon. Der ist eine schöne Ergänzung fürs Team. Ja, Mann. Posten wurde errichtet. Richtig geiler Dude. Er ist Profi, glaub mal. Hätte ich ihn vielleicht auf normal setzen sollen? Ja, hättest du. Hättest du wahrscheinlich machen sollen. Ich frag mich, ob der überhaupt angreifen wird oder nur verteidigt. Ich glaube, der wird zum Angreifen nicht kommen. Und weil er Trolle hat, wird er auch nicht verteidigen. Der wird einfach nichts machen. Gebäude fertiggestellt. Der Sieg ist nah. Ja gut, kann ja auch keiner wissen, dass der Trolle kriegt. Man kann es sich ausrechnen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist. Jo, er macht direkt 1v1 gegen den Bären. Oh, hier ist gar kein... Oh. Hier ist gar kein Holz in dem Sektor. Ja gut. Er macht direkt 1v1. Boah, wie geil wäre das, wenn ich das jetzt ausnutze, dass er 1v1 gegen den Bären macht und mir den Sektor einfach ziehe. Das wäre eigentlich ziemlich ehrenlos, aber... Ja. Glaub, das mache ich. Das mache ich sofort. Ich laufe einfach straight dran vorbei und hol mir den Sektor. Ah, scheiße, jetzt geht's nicht mehr. Jetzt geht's nicht mehr. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Kommt hier entlang. Scheiße, Holz ist ja schon wieder so ein fettes Problem bei den Elfen. Gebäude fertiggestellt. Ich muss irgendwie tryen mit dem Sektor. Ja, ich versuch den Sektor irgendwie zu kriegen von dem Bären. Ja? Wir müssen irgendwie zu dritt jetzt den Bären klatschen, Jungs. Unsere Helden werden stärker. Du musst doch wohl einen Bären getötet kriegen. Irgendwie vielleicht. Ja, die Bären in dem Game sind krass. Den Sieg näher. Wir werden angegriffen. Ja, aber ich krieg den.
Ich stehe euch zu Diensten. Brauch Steine. Und zwar ordentlich. Alles klar, dann mal los. Gebäude fertiggestellt. Euer Wunsch ist uns befehlt. Unsere Verbündeten werden. Jo, da kommt der Computer schon. Und was hat er? So viel Zwerg. Was? Ja. Aber der normale, oder was? Nein, der schwere. Nee, der schwere. Verbündeten werden angegriffen. Wird ja durchgezogen, ne? Eigentlich ist das schon ein Restart jetzt. Befehle? Wir marschieren als Einheit. Wir werden angegriffen. Digga, wir restarten jetzt nicht nochmal. Wir versuchen es nochmal und wenn wir es dann nicht schaffen, dann ist die Folge auch zu Ende an der Stelle. Die Königin setzt ihr Vertrauen in uns. Vielleicht kriegt der Troll, dass er irgendwie so ein bisschen defendet. Ich weiß ja nicht. Der hat da so seine Eisenschnäbel, der kriegt das schon irgendwie hin. Sag mal, der hat nicht mal. Der hat einen Sektor bisher eingenommen, der Dude. Wir werden angegriffen. Ja, der macht halt entspannt, lass ihn doch. Lappene. Ja. Wie so kleine Lappen. Für die Königin! Der normale hat auch Zwerge. Euer Wunsch ist uns Befehl. No way! No fucking way! Also jetzt will das Spiel uns doch aber auch ficken, oder nicht? Ich fürchte ja. Also das ist schon ehrenlos irgendwie. Ja. Ich stehe euch zu Diensten. Für die Krone! Und ich greife auch beide an. Das ist auch etwas, was wahrscheinlich du jetzt nicht so toll findest. Ja, schon ein bisschen ungeil jetzt. Ja gut, okay. Mit was greifen die dich an? Mit drei Leuten? Ja, das werden immer mehr. Nein. Nicht, wenn du sie tötest. Wenn du... Oh. Da ist unser verbündeter Held dann auch mal gestorben, tatsächlich. Ja, solange das nur der Held ist, ist ja alles gut. Der Posten wurde errichtet. Wir haben unsere Grenzen ausgeweitet. Ich gehe voran. Folgt mir. Der Sieg ist nah. Euer Wunsch ist uns Befehl. Wir werden sie bis zum Letzten niederhetzen. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Massakriert ihn. Okay, das sind ein paar viele. Zieht euch mal zurück. Zieht euch mal lieber einfach zurück. Oh, der Bro wird schon angegriffen hier. Ich brauche ja viel mehr Steine. So, ich bräuchte mal ein bisschen Eisen. Irgendwie bringen diese Kollegen hier gar kein Eisen rein. Ja. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Ja, das mit seinem Sektor da oben fand er, glaube ich, nicht so witzig. Zu Diensten. Hier entlang. Wir werden angegriffen. Versuch mal diese KI hier so ein bisschen zu verteidigen. Damit er zumindest diesen Sektor hier nicht verliert. Die Königin setzt ihr Vertrauen in uns. Los geht's. Klar. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Aber da kommen halt dann auch mal wieder die unsere Arbeiter werden angegriffen. Armbrustschützen von den Zwergen ins Spiel. Ja, ich weiß nicht. Ja, immer wieder ganz schön cracked sind.
Unsere Arbeiter werden angegriffen. Ja, und der andere Dunkelelfen dann, der letzte. Alles klar, einfach die OP-sten Gassen, die es gibt. Digga, was macht denn die einfache KI da rechts? Guck mal, der greift nur mit seinem Helden einen Außenposten an. Befehle? Und in der eigenen Base verteidigt er gar nicht. Unsere Helden werden stärker. Ist der lost, Alter, ist der lost. Ja, ich hätte ihn definitiv auf normal stellen sollen. Bitte? Ja, lass einfach sagen, das war ein Fail hier. Nee. Das wird. Digga, wenn die hier gleich kommen, ne? Ich krieg die nicht, ich hab noch keine Armee. Ich auch nicht, aber ich hab Türme. Also die einfache KI ist gleich down. Ich hab auch noch keine Türme, ich krieg den also nicht verteidigt. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Ich gehe voran. Jetzt stirbt sein Held dabei. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was? Ein Haufen Hundescheiße, dieser Typ. Befehle für die Krone! Unsere Arbeiter werden angegriffen. Ja, ihr könnt euch auf uns verlassen. Kommandant? Unsere Arbeiter werden angegriffen. Unsere Arbeiter werden angegriffen. Gebäude fertiggestellt. Ich stehe euch zu Diensten. Kommandant, wir müssen unsere Vorräte an Stein auffüllen. Ja, ich weiß, Mann. Bin doch dabei. Die Königin setzt ihr Vertrauen in uns. Der Sieg ist nah. Was macht die einfache KI? Sie versucht immer noch da rechts einen Außenposten einzunehmen, während jetzt ihre Hauptbase fällt. Verteidige doch mal dein eigenes Land erstmal. Nein, nein, nein. Wir müssen direkt expandieren. Unsere Arbeiter werden angegriffen. So ein Idiot, Mann. Ich kann ihm nicht helfen, weil meine Einheiten gegen Zwerge nicht ankommen. Befehle? Ja, das kommen die wenigsten. Ja, lass den da jetzt noch einfach abbluten. Für seine eigene Dummheit muss er bezahlen jetzt. Gebäude fertiggestellt. Euer Wunsch ist uns befehlt. Ja? Weg. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Egal, aber du hast Wachtürme gespammt, wir waren denn hier. Ja, die sind aber nicht geupgradet. Ja, aber wenn man nur genug davon hat, machen die trotzdem ein bisschen was. Leider nicht genug. Nicht genug. Ja, die einfache KI, die hat dann... war es dann auch mit dem Puffer, hat er richtig lang durchgehalten. Die Königin setzt ihr Vertrauen in uns. Für die Königin! Alles klar, dann mal los. Unsere Arbeiter werden angegriffen. Und die werden mich ja auch gleich überrennen wahrscheinlich. Ja. Ja, wenn ich mir so angucke, was da rechts jetzt alles gleich kommt. Gebäude fertiggestellt. Gebäude fertiggestellt. Dann jäg davon einfach mal aus. Ha? Ja.
angegriffen. Ja, jetzt fickt er da unten meine Eisenbase. Alter, ich habe keinen Platz, ich kann hier nichts bauen. Zack, zack, Männer. An die Arbeit. Kommandant, unsere Verbündeten werden angegriffen. Unsere Arbeiter werden angegriffen. Oha. Gebäude fertiggestellt. Huch. Gebäude fertiggestellt. Bitte? Unsere Verbündeten werden angegriffen. Wir werden angegriffen. Befehle? Amin. Von der Stärke her kann ich diese Angriffe sogar noch ziemlich easy abwehren, aber wenn die jetzt an mehreren Fronten gleichzeitig angreifen, dann wird es schwer. Und wenn die Fronten auch noch so weit voneinander entfernt sind. Ich muss jedes Mal Welttour machen jetzt. Kommandant, wir müssen unsere Vorräte an Steinen auffüllen. Es wäre halt schön, wenn jemand noch aktiv dieses Spiel patchen würde, denn die brauchen eine echt Nerf, die scheiß Zwerge. Die Königin setzt ihr Vertrauen. Ja, kannst ja weiter drauf hoffen, aber I don't know. Wird nicht passieren. Wahrscheinlich nicht. Kommandant, wir müssen unsere Vorräte am Stein auffüllen. Gebäude fertiggestellt. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Ach, Digga, das Problem ist halt, dass er jetzt wieder da unten kommt. Ich muss immer da runterlaufen jetzt. Kommandant, wir haben die Forschung an einer neuen Technologie abgeschlossen. Euer Wunsch ist uns Befehl. Kommandant? Der Sieg ist nah. Lässt sich halt einfach nicht Bescheid halten da unten. Also was du hier eigentlich mal machen könntest, ist auf der rechten Seite einen Sektor einnehmen und auch alles voll mit Türmen spammen. Ja. Mehr Platz schaffen. Da sehe ich jetzt die einzige Chance, wie ich hier irgendwas gehalten kriege noch. Unsere Bevölkerung hat die Obergrenze erreicht. Wir müssen mehr Platz schaffen. Ach richtig, hier macht man das ja mit Häusern. Natürlich du auch das schnell, du müsstest das machen, bevor der Zwerg diesen Sektor da rechts einnimmt. Weil dann kriegst du nicht mehr zurück. Gebäude fertiggestellt. Ja, zerschmettert sie. Gebäude fertiggestellt. Geht sofort los, sobald ich diesen hier links erobert habe. Was gleich sein wird. Euer Wunsch ist uns Befehl. Ja? Wir werden angegriffen. Dies bringt uns dem Sieg näher. Ja? Achso, Lenya. Ja, okay, wenn ich die Eisphönixe habe, dann habe ich vielleicht eine Chance. Dies bringt uns dem Sieg näher.
Befehle? Euer Wunsch ist uns befehlt. Ich brauche jetzt genug Zeit, um die krassen Einheiten der Elfen irgendwie zu holen. Aber dafür müsstest du hier recht jetzt mal wirklich verteidigen. Ja, ja, ich komm. Die Königin setzt ihr Vertrauen in uns. Ihr könnt euch auf uns verlassen. Der hat nämlich irgendwie aus irgendeinem Grund hat er den Typen aus der Mitte hier, glaube ich, jetzt angeschleppt. Ja, ich sehe das schon. Das wird auch nicht so cool. Der Sektor hier ist nämlich schon echt wichtig. Warum macht er denn sowas schon wieder? Warte, ich helfe dir. Boah, da wird richtig fett EP auch geben, ne? Unsere Arbeiter werden angegriffen. Ja, diesen Sektor hier musst du schnell einnehmen und wirklich so. Also, du musst Türme spammen, als gäbe es keinen Morgen. Also mindestens 10 Türme eigentlich, muss ich hier sehen. Unsere Arbeiter werden angegriffen. Hier sammeln sich nämlich immer die Zwerge und die Dunkelelfen und dann gehen die von da aus immer einer nach unten, einer nach links. Ja. Lass mal deine Truppen kurz da, ich muss mit meinen wieder zurück. Ja, ich bleib hier, ich halt das. So, insofern ich da unten nicht angegriffen werde, weil das ist meine Eisen, da baue ich Eisen an. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Ja, und das ist nämlich jetzt der Fall. Jetzt, Attacke! Wir werden angegriffen! Wer hat gesagt, da soll ein Schrein der Dornen hin? Sollte den anderen anklicken? Och man! Ach du Scheiße, der hat die Flammen, der hat schon die Flammen von denen. Oh Gott, jetzt, ach du Scheiße. Ja, jetzt, ich glaube, jetzt überrumpelt der Zwerg hier unten. Was machen meine Einheiten? Hallo? Unsere Arbeiter werden angegriffen. Kommandant, ihr könnt euch auf uns verlassen. Ja, das krieg ich ja gar nicht mehr verteidigt hier jetzt. Wir werden angegriffen. Das krieg ich ja nicht verteidigt. Bitte? Zerschmettert sie! Gebäude fertiggestellt. Wir werden angegriffen. Wir werden angegriffen. Ich stehe euch zu. Boah, irgendwie so ein kleines bisschen krieg ich gerade noch hin. Genau, und der Sektor, das ist wichtig, dass du den da hältst. Bin dabei. Also ich glaube, wenn wir hier eine Chance haben, dann wirklich nur jetzt wieder wegen der Royal Army und ihren vielen Türmen. Ja. Ich glaube, anders kannst du gegen zwei Zwerge auch nicht gewinnen. Und ein Dunkelelf. Aber gut, das eine Unbalanced kann das andere Unbalanced ja wieder so ein bisschen ausgleichen. Aber du brauchst noch viel mehr Türme. Ja. Sammelt doch mal Lenya jetzt ein bisschen, aber mal ein bisschen zügiger jetzt hier. Gebäude fertiggestellt. Ein bisschen zügiger jetzt. Mir geht halt langsam echt das Holz aus vom Türme bauen, ne? Ja, kann ich verstehen, aber was will man sonst machen, ne? Gebäude fertiggestellt. Ich kann nicht so viele Türme bauen, weil ich immer Arbeit da reinpacken muss. Euer Wunsch ist uns befehlt. Wir werden angegriffen. Aber jetzt haben wir auf beiden Seiten erstmal befestigt. Das sieht doch schon mal sehr gut aus jetzt. Ich kann hier rechts helfen, dass wir das hier noch nicht zurück einnehmen, dass du jetzt vielleicht nicht gerade ganz so viele Türme wie links bauen musst. Und irgendwann hat man vielleicht eine Armee, die stark genug ist, einen von den beiden Zwergen auszuschalten. Alter, die Luftschiffe. Ja, die sind richtig krass jetzt. Die sind richtig krass. Tiara, ich benötige einen Heiler. Alter, der spammt mich hier drüben aber auch mit Truppen zu, ne? Das ist echt nicht feierlich. Aber nicht wieder Schreien der Dorn, bitte. Verzauberer. Arkane Schmiede brauche ich jetzt aber ganz schnell. Ja. Unsere Arbeiter werden angegriffen.
bitte. Sammelt mal ein bisschen schneller Lenya, Jungs. Wir müssen hier Holz sammeln, Kommandant. Pass auf, die haben ja ein paar Türme recht kaputt gemacht. Muss wieder ein bisschen nachbauen. Ich hab kein Holz, kann ich nicht. Na, das ist nicht gut. Kommandant, zu Befehl. Marsch. Du hast noch 800 Häuser in dem Sektor da bei dir in der Mitte unten. Und die ganzen. Du hast 8 Arbeiter frei bei den Jagdhütten. Ja. Reiß mal die Jagdhütten ab und mach dafür Holzfälle alle. Das muss ich auch warten, bis sie es wirklich abgerissen haben, weil ich wirklich keinen Platz in diesem Sektor hab. Ja, das ist dann Arsch, aber ja, was soll man machen? Unsere Arbeiter werden angegriffen. Langsam nimmt meiner mehr aber ein bisschen größer an hier. Ja, ich werde da in der Mitte jetzt langsam überrannt. Unsere Arbeiter werden angegriffen. Scheiße, ich weiß nicht mehr, wie man bei den Elfen Ballisten bauen konnte. In der Schmiede. In der Arkanen Schmiede? Ja. Ach, tatsächlich? Okay, nice. Thanks. Brauchst du davon mal ein paar? Wir werden angegriffen. Mehr greifen. Dass er seine Armee aber auch so krass verteilen kann, ey. Gebäude fertiggestellt. Der Sieg ist nah. Unsere Arbeiter werden angegriffen. Ja, Mann. Deine Armee plus so viele Türme, also so Greifen und Türme reichen zum Verteidigen gut aus. Für die Könige! Unsere Arbeiter werden angegriffen. Ich habe jetzt auch fast volle Truppenstärke. Soll ich mal versuchen, hier oben so ein bisschen durchzugehen einfach? Wenn's klappt. Wenn's so. Klappt, ja. Ja, ist der Dunkelelf, ist der Dunkelelf, der hat nicht viel Verteidigung. Wir werden angegriffen. Ich try es einfach mal. Die Königin setzt ihr Vertrauen in uns. Ich werde hier jetzt mal probieren, kurz vorzustoßen, weil der bei mir gerade oben links ist. Jo, hab den ersten Sektor habe ich. Wir werden angegriffen. Weil ich muss jetzt langsam neue Sektoren erobern, weil sonst gehen mir die Ressourcen aus auf Dauer. Ja, versuch mal, ob du da irgendwie vielleicht einen Sektor kriegst. Wir werden angegriffen.
Der Zwerg kommt hier, also der Schwere. Euer Wunsch ist uns befehlt. Mit dem habe ich doch wieder ganz schön zu kämpfen hier gerade. Ich glaube, die Elfen sind halt im Endgame auch eigentlich ziemlich krass. Ja, sind sie, definitiv. Aber die Zwerge sind halt krass OP. Aber ich glaube, die Zwerge sind am Anfang richtig stark und im Endgame dafür nicht ganz so krass. Naja, wenn man da die Golems spammt, dann sind die auch krass. Naja, aber die Golems sind verhältnismäßig nicht mehr so viel krasser als die Armbrustschützen zum Beispiel am Anfang noch. Also die Armbrustschützen sind ja wirklich gottlos stark, aber die, gegen die Golems kann man was machen. Fliegende Einheiten zum Beispiel können die Golems gar nicht angreifen. Ja, das stimmt. Und ich spam gerade Eisphönixe, bis ich wirklich, dass der Arzt schon sagen würde, hören Sie auf damit, das sind zu viele. Okay, musst du mich wieder zurückziehen? Ich versuche jetzt hier den Zwerg auch immer weiter zurückzubringen, seinen Helden zu killen, ein paar Einheiten immer mal wieder zu killen. Mir fehlt ich glaube, ich kann sogar noch einen, ich kann sogar noch einen Sektor von ihm bekommen jetzt. Von der sehr schweren. Nee, Quatsch, von der schweren. Eine sehr schwere hatten wir Gott sei Dank nicht. Nee, das wäre es jetzt noch gewesen. Am besten auch noch Zwerge. Jawohl. Ja. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Der Sieg ist nah. Ich gehe voran. Ja, komm schon, das wäre so geil. Alter, die Elfen kriegen ja... Digga, durch die Druiden, die auch eine Heilaura haben, kriegen die Elfen halt auch wenig Schaden, ne? Die Elfeinheiten sind schon auch ziemlich tanky. Ja, ich habe den nächsten Vektor von dem Zwerg eingenommen. Ich glaube, wir haben jetzt reale Chancen. Weil wir uns verteidigen konnten, bis ich eine Armee aufgebaut habe. Der wird da jetzt meinen Sektor überrennen, wenn du da nicht reingehst. Wer? Der Dunkelelf wahrscheinlich. Da ist ganz schön viel da drüben. Das reicht nicht aus, um deinen Sektor zu überrennen. Nicht bei den ganzen Türmen. Reparier einfach ein bisschen gegen. Das ist keine echte Bedrohung, glaube ich. Gebäude fertiggestellt. Euer Wunsch ist uns befehlt. Unsere Arbeiter werden angegriffen. Und die gegnerischen Armeen müssen gerade richtig Minus machen. Die passieren gerade richtig hart Minus und ich habe noch nicht. Ich bin immer noch bei 199. Ich habe während der gesamten Zeit hier, glaube ich, kaum wirklich Einheiten verloren. Wie sieht's mit deiner Armee aus? Gebäude fertiggestellt. Ja, im Aufbau. Unsere Arbeiter werden. Jetzt versuch mal richtig krass zu pumpen. Geh währenddessen weiter hier oben beim Dunkelelf durch. Den nächsten von seinen Sektoren. Für die Königin! Digga, die Elfen sind halt schon ganz schön krass im Late Game.
glaube, die Royal Army wäre auch nicht schlecht in der Offensive, wenn man nicht die ganze Zeit hier in der Defensive gefangen wäre. Ja. Wir werden angegriffen. Ja gut, aber du hast doch jetzt so viele Türme. Ja, hier oben machen die mir trotzdem die Türme kaputt teilweise. Wo denn? Oben links. Achso. Da hauen die trotzdem noch ganz gut rein. Unsere Verbündeten werden angegriffen. So, jetzt ist wieder die Frage, was sind jetzt hier Medium Units und was sind Heavy Units? Ja, das muss man sich immer fragen. Und unter was fallen die Greifen? Die Greifen sind doch dann Heavy, oder was? Glaube ich, sind Heavy, also fliegende Einheiten sind doch eigentlich fast nie Heavy Units, oder? Heavy Units sind doch eher so Tanks. Ja, weiß ich nicht, was hier dazu zählt. Fliegende müssten, glaube ich, eher Medium, aber ich weiß, ja, das weiß ich auch nicht. Ich kann nur guessen, dass es, ich würde es unter Medium wahrscheinlich einsortieren. Ich probiere es einfach mal. Ich mache einfach mal ein Upgrade und guck, wen das betrifft. Die Königin setzt ihr Vertrauen in uns. Unsere Arbeiter werden angegriffen. So, ich hole mir jetzt mal die Hauptbase von dem Dunkelelf, wenn es okay für dich ist. Ja, ja, mach du mal. Unsere Helden werden stärker. Gebäude fertiggestellt. Ja. Wir werden angegriffen. Krone! Unsere Verbündeten werden angegriffen. Ich stehe euch zu Diensten. Folgt mir. Digga, jetzt werden die aber wirklich gegen den Strich rasiert hier. Das ist schon krass. Unsere Arbeiter werden angegriffen. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Oh Gott, oh Gott. Da kommt aber eine ganz schöne Armee aus der Mitte. Ich stehe euch zu dir. Gebäude fertiggestellt. Ihr könnt euch auf uns verlassen. Nicht, dass die jetzt hier zurück einnehmen. Guck mal, ob ich seine Mainbase krieg. Sag mal, Jungs! Hinter jetzt! Pass auf, der Gelbe kommt hier recht ganz schön krass. Habt ihr Hauptbase jetzt von dem einen? Ja, ich hab auch hier ordentlich eingenommen. Ich hab die Hauptbase auch von Dunkelelfen. Aber jetzt macht der Gelbe hier gerade ganz schön Stress. Da bräuchte ich jetzt vielleicht noch Hilfe. Ja. Warte, ich nehme das hier oben bloß kurz ein. Wo ist denn mein Held? Unsere Arbeiter werden angegriffen. Hallo, was macht ihr? Ihr Keks. Ich hasse es, wenn die Einheiten automatisch rüberrennen. Da sind jetzt bestimmt ein paar weggestorben, ohne dass ich es bemerkt habe. Dies bringt uns dem Sieg näher. Dies bringt uns dem Sieg näher. Unsere Bevölkerung hat die Obergrenze erreicht. Wir müssen mehr Platz schaffen. Okay, den größten Teil der Karte kontrollieren wir schon. Ja. Euer Wunsch ist uns befehlt. Gebäude fertiggestellt. Wir werden angegriffen.
Das fühlt sich ja schon ein bisschen falsch an, ne? Nur deswegen zu gewinnen. Ja, aber ganz ehrlich, zweimal Zwerge ist auch falsch von den Gegnern dann. Ja, das stimmt schon. Das ist auch falsch. Du kannst Feuer nur mit Feuer bekämpfen. Außerdem muss ich ganz ehrlich sagen, also hier rechts gab es jetzt nie so einen fetten Ansturm, wo ich mir hundertprozentig sicher bin, dass die Türme uns den Arsch gerettet haben, um ehrlich zu sein. Hier links da wahrscheinlich halt, ne? Aber hier rechts... Und wie war das vorhin, wo ich da den ganzen Sektor voll pumpen sollte? Also hier, ja, genau, der Sektor hier rechts, den du voll gepumpt hast, bei mir zumindest, der hat jetzt... Also da wurde dann aber auch nicht mehr wirklich angegriffen. Also ich glaube, so viele Kills haben die Türme hier rechts gar nicht gemacht. Das hätte man vielleicht sogar ohne diese Türme auch halten können. Aber es ist auf jeden Fall eine Hilfe gewesen. Jetzt kommen bei mir da unten ganz schön viele. Oh ja, oh ja. Aber ich greife den jetzt hier oben an. Ich greife jetzt die Mainbase von dem Gelben, versuche ich jetzt anzugreifen. Ich gehe von in der Hoffnung, dass er sich dann wieder zurückzieht bei dir und, ja. Ja. Ja, geht den Gelben müssen wir zusammen, also den Gelben müssen wir wirklich im 2v1 befighten. Den kriegen wir, glaube ich, sonst nicht. Den kriegen wir nur zu zweit, weil der halt mehr Schwer hat. Der cheatet halt auch, glaube ich. Ich weiß nicht, ob seine Einheiten auch stärker sind oder ob der einfach Wirtschaftsmultiplikator irgendwie hat. Die Königin setzt ihr Vertrauen in uns. Euer Wunsch ist uns Befehl. Wir werden angegriffen. Also ist auf jeden Fall eine sehr große Hilfe hier, aber ich weiß nicht, ob wir nur wegen den Türmen jetzt gewinnen. Also seit ich hier ordentlich aufgebaut habe, kriege ich hier auch, glaube ich, ziemlich gut weg. Ich glaube, wir wären auch gar nicht zum Aufbauen gekommen, weil die uns einfach überrannt hätten vorher schon. Befehle? Ja, die Frage ist, kam denn schon mal so ein fetter Ansturm, den man ohne Türme gar nicht gehalten hätte? Ja, letzte Runde. Nein, ich meine jetzt hier und in dieser Runde und jetzt halt quasi hier so. Habe ich jetzt gerade hier in diesem Game an keinen Ansturm erinnern, der jetzt, also wo die Türme uns wirklich den Arsch gerettet haben und wir sonst definitiv gestorben wären. Also bei mir in der Base auf jeden Fall. Also was hier die ganze Zeit auf meine Türme rennt, das wäre normalerweise nicht so. Ja, bei dir da links, das ist schon krass. Also hier rechts hätte ich es auch, glaube ich, tatsächlich ohne dich gehalten, aber du da links wärst wahrscheinlich dann schon wieder gestochen. Ja, weil alle hier kommen. Wir kommen ja beide immer. Mit allem, was sie haben irgendwie. Na, der Gelbe, der war hier rechts auch ganz schön präsent. Aber jetzt zerstöre ich halt auch seine Hauptbase und dann kann er sich auch schlafen legen. Kommandant. Wir werden angegriffen. Für die Krone! Ich glaube, da ist noch keiner von denen raus, richtig, aber... Der Vorposten wurde errichtet. Ja, der Dunkelelf, der spielt schon quasi nicht mehr mit. Unsere Arbeiter werden angegriffen. Befehle? Ich stehe euch zu Dienst. Unsere Arbeiter werden angegriffen. Gebäude fertiggestellt. Wir werden angegriffen. Wir werden angegriffen. Euer Wunsch ist uns Befehl. Für die Königin! Befehle? Wir haben einen Sektor verloren, Kommandant. So, hier treffen jetzt deine Armeen irgendwie aufeinander. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen, jetzt hier unten links. Da sind die, das ist der letzte Rest. Wollen wir zusammen einfach angreifen? Ja, ich bin gerade bloß dabei, hier das Zwischending noch wegzumachen. So. Ihr Sieg ist nah.
Dann am besten du von der einen Seite, ich von der anderen und dann können sie es nicht mehr verteidigen. Oben links ist auf jeden Fall auch noch einiges. Ja, aber hier sind hier ist so, glaube ich, die letzte Verteidigungsmacht der Hauptbasen. Ich glaube, es sind jetzt auch alle Hauptbasen down. Ich mache halt mit meinen Einheiten nicht sonderlich viel Schaden an Gebäuden. Das ist so das Ding. Aber ich habe noch ein paar Ballisten und die Eisphönixe, die noch knallen zusammen, sind ziemlich gut rein. Wir werden sie bis zum letzten niederhetzen. Für die Krone! Ihr könnt euch auf uns verlassen. Aber jetzt macht der dann noch Stress, meine Fresse. Der Dunkelelf, der fuckt aber auch ab. Unsere Arbeiter werden angegriffen. Ich stehe euch zu Diensten. Dies bringt uns den Sieg näher. Also rein theoretisch reicht es ja immer nur, das Hauptgebäude in jedem Sektor zu zerstören, nicht wahr? Weil danach kann der Gegner den Sektor ja nicht mehr benutzen. Na doch, er kann ihn ja wieder erobern. Ja, wenn er ihn wieder erobert. Aber ich meine, wenn du jetzt einfach bei jedem Sektor halt das Hauptbase, also immer die, also wenn du alle Hauptgebäude zerstört hast, dann kann der Gegner eigentlich nicht mehr überleben. Da muss man nur noch die verbleibende Armee killen. Richtig. Aber er kann kein Gebäude mehr nutzen, um irgendwelche Einheiten zu rekrutieren. Königin setzt ihr Vertrauen in. Euer Wunsch ist uns Befehl. Der Sieg ist unsere nah. Verbündeten werden angegriffen. Das ist gar nicht seine Base. Hat denn der Dunkelelf jetzt noch eine Base? Wo kommt der denn her die ganze Zeit? Oder hat er nur noch sein 8, das ist nur noch seine rumlaufende Armee? Oder ist da oben noch eine? Unsere Verbündeten werden angegriffen. Ja, hat er auch. Unsere Arbeiter werden angegriffen. Euer Wunsch ist uns Befehl. Folgt mir. Ja, das ist eine XXL-Folge, Spellforce. Hast du das alles in einem Video, oder was? Ja, wahrscheinlich. Ich könnte es auch cutten, vielleicht cutte ich auch erste und zweite Runde auf. Also ich hab das so gemacht. Aber ist jetzt erstmal eine Aufnahme, müsste ich dann halt schneiden. Vielleicht ich hab nach der ersten Runde einfach aufgehört mit der Aufnahme, mit der ersten. Hoffentlich nicht, mal gucken. Ja? Kann aber durchaus sein, dass hier zwei Aufnahmen Sinn machen würden. Wurde errichtet. Wir haben unsere Grenzen ausgeweitet. Hier entlang. Die Königin setzt ihr Vertrauen in uns. So, wer als letztes die den letzten Außenposten besiegt, ist Gay, by the way. Für die Krone! Ah ja. Ich hab meinen. Jo, und damit habe ich auch meinen Gegner. Und der ist gerade rausgeflogen, obwohl sein Held noch gar nicht down war. Glaube ich. Ja. Der hatte noch Einheiten, aber die sind dann einfach verpufft. Ach Digga, der Zwerg hat ja hier unten noch eine Base. Das habe ich total vergessen. Der existiert ja auch noch. Wir werden angegriffen. Aber ich habe so viele Greifen und das hat trotzdem so fucking lange gedauert. Ja, die Greifen. Die machen echt gar keinen Damage gegen Gebäude. Nee, machen sie auch eigentlich nicht wirklich. Wir werden angegriffen.
Oh, Nahrung habe ich gar nicht mehr. Wir werden angegriffen. Wir haben einen Sektor verloren, Kommandant. Ich habe mich auch Gott sei Dank seitdem nicht mehr da unten angegriffen. Das hätte noch sehr eklig werden können. Ja, hier oben sind irgendwie noch Einheiten. Hä? Die haben da gerade irgendwas zurückerobert. Ja, also der Zwerg ist auch down. Dann sind das jetzt die letzten Einheiten da bei dir. Digga, ich glaube, so viele Greifen habe ich noch nie auf einem Fleck gesehen. Aber können die nicht ein bisschen schneller fliegen? Also, what the fuck? Hast du, das, hast du only Greifen gespammt? Na, fast nur. Holy shit. Wir werden sie bis zum letzten niederhetzen. Also, gegen Armeen sind die auf jeden Fall krass. Ich glaube, keine Bogenschützen von den Zwergen können gegen so viele Greifen gleichzeitig noch irgendwas machen. Also dafür, dass das so viele Greifen sind, hat es gerade trotzdem ganz schön lange gedauert hier für die paar Einheiten. Ja, die sind da auch stuck dann wahrscheinlich manchmal irgendwie. Ja, ganz komisch. Gesamtergebnis erster, Militärergebnis erster. Wirtschaftsergebnis fast erster.